Danke, Miro. Die schlichten Abschiedsworte vom DFB könnten kaum passender sein für einen bescheidenen Spieler wie Miroslav Klose. Trotz seiner herausragenden Leistungen blieb er stets bodenständig, dachte immer zuallererst ans Team. Mit dem Titel in Brasilien, so sagt er, hat sich für ihn ein Kindheitstraum erfüllt. Ich bin stolz und glücklich, dass ich diesen großen Erfolg für den deutschen Fußball mitgestalten durfte. Für mich kann es keinen schöneren Zeitpunkt geben, um das Kapitel Nationalmannschaft zu beschließen. Mit 36 Jahren blickt Klose auf eine bewegte Karriere zurück. Geboren wurde er in Oppeln, einem kleinen Ort in Polen. Mit 9 Jahren kam er nach Deutschland. Sein Bundesliga-Debüt gab er in Kaiserslautern, der Salto nach dem Tor, seitdem sein Markenzeichen, auch im Nationaltrikot. Dort hat er inzwischen 2 Rekorde aufgestellt, 71 Tore für Deutschland und 16 Treffer bei einer Weltmeisterschaft. Herausragende Leistungen, für die er auch von den Kollegen noch einmal extra gefeiert wurde. Offiziell verabschiedet werden soll Klose beim nächsten Länderspiel am 3. September in Düsseldorf, gemeinsam mit Philipp Lahm.